Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um das Thema Dampfen bzw. Rauchen und Fitness und im Vergleich. Viel Spaß. So, ihr habt es schon im Intro gesehen. Ich habe hier so eine kleine E-Zigarette, E-Shisha, wie man das auch immer nennen möchte. Das hier ist die Linden Fox. Das ist so ein Einsteigergerät. Ich wollte das einfach mal ausprobieren und testen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie sind eigentlich die Auswirkungen auf den Körper, bezogen auf Sport insbesondere. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das Ergebnis seht ihr jetzt. Und zwar, erstmal müssen wir festlegen, den Unterschied zur Zigarette. Ja? In der Zigarette haben wir zum Beispiel Teer und Kohlenmonoxid, was beides zusammen extrem die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Besonders die Flimmerhärchen werden durch den Teer halt gut geteert sozusagen und verkleben, die Bronchien verkleben, und dadurch haben wir eine geringere Leistungsfähigkeit, weil wir weniger Sauerstoffzufuhr haben. So gesehen hast du diese beiden Aspekte, Kohlenmonoxid und Teer, hast du schon mal bei der E-Zigarette nicht. Das heißt, es ist gar nicht so abwegig zu sagen, dass die E-Zigarette viel weniger schädlich ist, auch wenn da super viel Trubel drum ist und super viele Leute diskutieren. Aber was ich jetzt so auf meiner Recherche gefunden habe, ist, dass diese zwei Aspekte definitiv nicht da drin sind. Das heißt, das beeinträchtigt auch dein Training jetzt nicht so insbesondere. Ihr könnt ja selber mal im Internet recherchieren, es ist wirklich nicht so viel zu finden. Aber aus meiner Sicht jetzt persönlich würde ich sagen, dass es beim Sport nicht so sehr beeinträchtigt wie die Zigarette. Ich sage nicht, die E-Zigarette ist unschädlich oder so, also 95% davon sind vielleicht unschädlich, aber dennoch ist es nicht ganz ungefährlich. Das, was da drin sind, sind ja diese Verdampferstoffe, dann das Glycerin, Aroma und sowas und Nikotin, falls man Nikotin möchte. Nikotin, da bin ich noch auf eine ganz, ganz interessante Studie getroffen, und zwar gibt es einen Bericht darüber, wie Doping festgestellt wurde bei Eishockeyspielern, bei Footballspielern, die einen erhöhten Nikotingehalt hatten im Körper. Und daraus zur Folge war dann am Ende, dass die Leute, die mit Nikotin gedopt haben im Sport, eine bessere Leistungsfähigkeit hatten, nicht irgendwie die Muskeln kräftiger waren oder sonstiges, sondern das Nikotin pusht halt einfach im Gehirn. Das heißt, ihr habt einen höheren Adrenalinausstoß. Dadurch vermindert das Ganze auch noch Stress und das Wohlbefinden wird einfach verbessert. Und dadurch haben die Spieler eine bessere Leistungsfähigkeit gehabt. Also ich möchte jetzt niemanden anhalten, Nikotin irgendwie zu sich zu nehmen. Aber in diesem Bericht war dann zum Beispiel, dass die Leute natürlich nicht eine Zigarette geraucht haben in der Umkleide, sondern Dinge wie Nikotinpflaster und sowas benutzt haben. Dass der Trend jetzt hingeht zu E-Zigaretten, weil du da halt ordentlich Nikotin auch reinballern kannst, wenn du willst, und dann damit deine Leistungsfähigkeit steigern kannst in Bezug auf Adrenalinausstoß und so weiter. Eine andere Studie hat allerdings besagt, dass dieser Zeitpunkt, wo deine Leistung gesteigert ist, nur sehr, sehr gering ist. Aber das war das, was ich dazu gefunden habe, und mich hat das selber interessiert und ich dachte, ich möchte das einfach mal zwischendurch kurz mit euch teilen, was ich da so herausgefunden habe. Und es war ein kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch vielleicht auch interessiert. Wenn ihr da mehr drüber wisst als ich, schreibt bitte mal in die Kommentare, würde mich selber sehr interessieren. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.